Florian Niederlechner, Glückwunsch zum Klassenerhalt. Wie fühlt es sich an? Sie konnten jetzt leider eine ganze Weile nicht mehr mitwirken auf dem Platz. Ja, es fühlt sich trotzdem super an. Also 10 Spiele habe ich ja geschafft in der Saison. Also, nee, ich bin einfach unheimlich stolz auf die Jungs. Haben echt eine super Saison gespielt. Und ich glaube, haben verdient, am Ende verdient die Klasse gehalten. Wie geht es Ihrem Knie? Bei mir ist wieder alles gut, ist alles gesund. Könnte jetzt am Montag schon mit der Mannschaft wieder trainieren. Habe heute das erste Mal schon wieder mit der Mannschaft trainiert, die nicht im Kader waren. Und bin dann zur Vorbereitung wieder komplett dabei. Wie haben Sie die Saison verfolgt? Gerade zum Schluss wurde es richtig brenzlig nochmal. Ja, war natürlich nicht einfach. Wenn man sieht, man kann nicht helfen und es läuft vielleicht nicht ganz so gut, aber ich muss sagen, jetzt die letzten 3 Spiele waren super, haben richtig gute Spiele gezeigt und ich glaube, der Schlüssel war einfach der Köln-Sieg, wo wir in der letzten Sekunde das 3-2 gemacht haben und ich glaube, wenn wir das nicht geschafft hätten, dann wäre es richtig eng geworden, aber ja, jetzt sind wir alle glücklich, Klassenerhalt und jetzt feiern wir heute noch richtig. Wo machen Sie jetzt Urlaub, wo erholen Sie sich? Ja, ich bin, zuerst fliege ich mal mit meinen Freunden weg und dann noch mit meiner Freundin und erhole mich. War nicht die einfachste Zeit jetzt, wenn man nur Reha-Training macht, aber ja, freue mich schon wieder sehr, wenn die Saison losgeht, wenn ich dann wieder einsteigen kann.